fertig getanzt? Ja, du warst schwarz, ich richtig schlank aus. Du bist generell sehr schlank, athletisch, wunderschön. Ah, du bist Splitter! Ist es ein Splitter? Oder habe ich mich einfach nur geschnitten? Guck doch mal. Ich glaube, ich habe mich nur geschnitten. Warum machst du das jetzt? Ich habe eine Pipsette hier. Ist das jetzt ein Splitter oder nicht? Nein, du ziehst deine Haut da gerade ab. Ach so, okay, das ist nichts Schlimmes. Nein, hör auf darum zu fummeln. Okay. Warte. Wie ist das? Dann kriege ich nochmal was. Kann losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Du hast geklickert. Boah, sie sabbert. Das ging voll durch. Auch bei mir, herzlich. Du machst mich heute verrückt. Okay. Auch von mir herzlich willkommen. Leute, heute ist es soweit. Ja. Ich halte dir mal das Wort. Heute ist es soweit. Wir waren da bei Ikea. Schaut es euch an. Wir waren bei Ikea. Und Oma hat am Wochenende schon alle unsere Teller aussortiert. Das heißt, die ganzen Schränke sind komplett leer. Oma hat alle Teller rausgenommen. Ja. Der Sinn dahinter ist, dass wir haben nur so ganz gemischte Teller irgendwie. So ein paar Reste, von da noch ein bisschen, da noch, das was so heil geblieben ist. Und es waren tatsächlich viel zu wenige A. B, völlig durcheinander gewürfelt, wie gesagt. Und einfach, also ich weiß nicht, vielleicht hatten wir insgesamt 20, 25 Teller. Das geht natürlich nicht bei so vielen Personen. Und jetzt haben wir halt das, was Flo euch gezeigt hat, das dreimal gekauft. Da sind immer 6 gleiche Teller drin. Also haben wir jetzt 18 von jeder Sorte. Also große, also, kleine, tiefe. Genau. Jeweils 6. Dann, also das haben wir von Ikea, ne? Wir haben die Farbe genommen. Wir haben erst überlegt, ob wir noch eine andere Farbe nehmen, dass man das mischt. Aber dann hat man ja wieder so durcheinander. Das wollte ich dann doch nicht. Dann haben wir noch geholt bei Ikea. Ach nee, das habe ich von Rossmann. Ich lüge. Rossmann. Dann habe ich noch so einen neuen Schäler geholt. Noch so einen neuen Pizzaroller. Eigentlich noch ein paar andere Dinge, die sind irgendwie jetzt schon integriert in den Haushalt. Oder waren Berge. Löffel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, verschwinden bei euch auch solche Löffel, die Kinder benutzen? Socken, ne? Hier mit Socken. Wir kaufen permanent solche Löffel, aber die haben jetzt, die waren auch nicht teuer, ich glaube 1 Euro. Da sind immer, wie viel drin? 6? 5. 4. 4 nur, naja gut. Aber ja, und das tollste ever, das haben wir schon in der Story gezeigt, aber das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Eine Teekanne. Mega. Und ich mache mir nämlich immer meinen Tee in so einem Messbecher, weil ich halt nichts habe. Und jetzt habe ich das sogar mit so einem Sieb drin. Da kann ich schön mein Twitlein Tee drin machen. Da freue ich mich sehr. Genau. Und wir nehmen euch einfach mit bei so einem, beim Einräumen. Und ja, das andere, was wir hatten, das kommt natürlich nicht weg. Das kommt alles drüben in die Wohnung. Da ist ja auch eine Küchenzeile. Da, denke ich mal, wird mein Bruder jetzt öfters mal unterkommen. Und dementsprechend braucht er da natürlich auch einiges an Sachen. Und da ist auch noch was von Sarah drüben. Aber das, was jetzt hier hauptsächlich war, wandert auf jeden Fall rüber. Kriegst du es auf? Ja, ja. Okay, dann mal los. What's it like to be the one that he turns to when he suddenly answers? What's it like? Oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Wir haben jetzt echt genug. Einfach genug, endlich mal. Es war so oft so. Nee, von 6. Ja, genau, 18. Von jedem 18. Das ist so gut und das brauchen wir auch. Wir sind ja hier 10 Personen. Also, das ist einfach ganz schnell weg. Der Geschirrspüler läuft hier natürlich permanent, auch jetzt wieder, wie man an dem Punkt sieht. Ja, geil. Das ist richtig cool. Wir müssen irgendwo alles verteilen, ne? Das ist richtig cool. Wir kommen jetzt natürlich noch eben schnell, wenn der fertig ist, in den Geschirrspüler. Und dann können wir das einrollen. Ach, wie schön ist das und der ganze Müll hier. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Es gibt volle Schränke. Das wird schön werden. Dann können wir so alles mal so ein bisschen sortieren. Die Vero ist schon fleißig am Putzen. Da haben wir nämlich Glasscheiben drin. Und die müssen natürlich auch sauber gemacht werden. So, wir haben uns jetzt hier entschieden, ganz links, dass wir da die ganzen Plastikdinger drin machen für die Kinder. Das heißt, Schüsseln bräuchten wir, glaube ich, jetzt noch, oder? Sieht ja ganz schön mau aus hier mit den Schüsseln. Hat welche aber gekauft, dann müsste jetzt noch ein Geschirrspüler. Achso. Achso, stimmt, da sind noch welche drin. Dann haben wir hier die Teller und machen wir die Becher rein.
Da muss ich mal drüben gucken. Ich habe hier drüben, wartet mal. Achtung, nimm mal den Boiler hier weg. Oh, das hat sich zugemacht. Haben wir drüben noch diese Becher. Okay. Oh mein Gott, wartet kurz. Ich werd alt. Diese hier, die habe ich auch gekauft. Machen wir die auch zu den Plastikbechern, oder? Ja. Die habe ich mir letztens vom Action gekauft. Da waren, glaube ich, 3 Stück auch für 1 Euro oder so. Und die machen wir auch mal darüber. Mal schauen. Machen wir schon. Vera hat auch noch irgendwie Farbe gekauft. Oh. Die möchte irgendwie bunt machen. Jetzt, die Küche, ja. Muss. Ja, jetzt müssen wir gucken. Wir wollten jetzt mal ein Stückchen Farbe nehmen. Ein bisschen Farbe nehmen und hier innen wenigstens mal anmalen und gucken, ob das hält. Du hast bunt genommen, richtig? Ja. Und klar. Ja. Bunte Küche, ja. Bunt halt, ne? Ja, schauen wir mal. Ihr Lieben, Gott, ich sehe so komisch aus. Wir müssen jetzt auf den Geschirrspüler warten. Ich habe mir jetzt hier frisches Bettzeug geschnappt. Wir drüben das Bett beziehen. Ich glaube, das haben wir hier gar nicht erwähnt. Aber Sarah wohnt ja hier drüben mittlerweile schon seit einigen Wochen. Die Hundis hier. Mit einigen Wochen. Und dementsprechend ergibt sich das natürlich, dass mein Bruder darauf jeden Fall, wenn er denn möchte, sehr gerne. Schatz, geh da überall ran. Hilf mir doch mal. Geh dir weg. Die springen gegen meine frische Bettwäsche. Oh, ich bin in der Hose versaut. Oh. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. So, jetzt bin ich angekommen. Jetzt konnte ich mich sortieren. Genau. Weil mein Bruder einfach gesundheitlich dauerhaft eingeschränkt sein wird. Genau. Ich muss hier noch echt Ordnung machen. Sie hat hier noch so viele Anziehsachen. Und die finden bei uns drüben natürlich auch gar keinen Platz. Sie hat das jetzt hier alles. Sieht man das so ein bisschen? Alles so hingelegt. Jedenfalls werde ich erstmal so Bett neu beziehen. Doppelt, weil er bringt seine Freundin mit. Da freue ich mich auch sehr, 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 sehr drüber. Wir kannten uns gar nicht so gut, ich und seine Freundin. Und haben uns jetzt aber durch diesen enormen, schnellen Schicksalsschlag so schnell irgendwie Speed kennengelernt. Und ja, ich finde die einfach klasse. Ich finde die einfach klasse und ich bin so dankbar, dass sie... die ist einfach eine Bereicherung. Ja, ganz, 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 ganz doll. Liebe Grüße. Ich weiß, du guckst hier manchmal rein. Genau, Bett werde ich beziehen. Ansonsten, hier liegen noch so ein paar Sachen. Sarah hat hier noch eine Jacke. Ich glaube, da liegt noch eine Socke, so ein paar Sachen. Also aufgeräumt haben wir hier schon. Wäsche ist da hinten noch, die wir vielleicht mal abnehmen könnten. Ja, halt so Kleinigkeiten, die so anfallen. Das Feinakt. Die, also irgendwie hat das Bettlaken nicht so gepasst, wie wir wollten. Obwohl, das Bett ist 1,40 und ich habe extra 1,80er Laken mitgebracht, weil die Matratze so dick ist. Aber jetzt passt es ja. Mal die jetzt Katze passt da draus. Miau. Kätzchen. Ja, das haben wir jetzt. Flori hat noch versucht, über das Fenster mal rüber zu wischen. Ja, er versucht. Aber auf der Kamera sieht man es nicht so. Aber wenn du hier drüben nicht bist, dann fällt dir sowas auch nicht wirklich auf. Ne? Deswegen... So ein paar Sachen hier. Naja, wird schon. Wir hier haben wir noch einen schönen Schrank. Das, glaub ich, das ist aus der Wohnung, glaube ich, noch, ne? Kann das sein? Genau. Ja, das stimmt, das ist der Wohnung. Das ist einmal komplett frei. Das ist, glaube ich, es war mal vorgesehen als Schuhschrank, kann das sein? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ist ja wurscht, auf jeden Fall kann er die Klamotten reinmachen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Wo ist hier Strom? Ah, da. Strom. Das ist immer Strom. Machen. Da hinten auch. Wir haben da hinten haben wir auch 2 Steckdosen, glaube ich, ja? Hinter. Ja, alles gut. Passt schon. Und im Wohnzimmer haben wir sowieso ganz viele Steckdosen. Okay. Drüben haben wir jetzt fast alles geschafft. Ich habe meinen Power-Cocktail-Glott hier vergessen. Jetzt räumen wir alles, beziehungsweise Flori ist schon dabei, alles in den Geschirrspüler da unten ein. Wir hatten auch noch passend, das gab es aber nicht zum Z dazu, die konnte man separat kaufen, passend hier so Schüsseln gekauft. Die haben genau, sieht man das? Ja. Genau die gleiche Farbe. Tja. Cool aus, ne? Wenn alles auf einmal... Ach, schön. Flori ist ja so ein Tetris-Freak. Ich will die Krise kriegen, aber er macht das immer so mega gut. Kühlschrank müssten wir drüben jetzt noch einmal reinigen. Weiß aber gar nicht, ob mein Bruder heute kommt. Also angedacht ist es, aber immer so ein bisschen, da sind dann noch das Ärzte im Hintergrund und ganze Medikamente und. Also das steht noch so ein bisschen in der Sterne. Aber wir werden ja sehen. Ansonsten ist auch gut, dass wir jetzt ein paar ausrangierte Sachen, die hier unten noch stehen in dem Korb, die drüben jetzt vergessen haben, die eigentlich rüber sollten.
Egal, ich muss eh gleich nochmal rüber. Wie gesagt, der Kühlschrank muss noch gemacht werden. Draußen auf der Veranda habe ich noch ein bisschen Ordnung gemacht. Da hatten sich die Hunden ein, zwei Decken und Handtücher so zum genommen, weil die Welpen verlieren gerade ihre Zähne, ihre Milchzähne. Und da wollen die natürlich die ganze Zeit so knabbern. Ich habe ihnen jetzt mal so einen Spielknoten, sieht man gerade gar nicht, rausgegeben, dass sie da mal ein bisschen spielen können. Und, so, das sieht ja schon gut aus, passt ja schon voll viel rein, ne? Und das Bisschen ist jetzt hier noch übrig. Die Schüsseln waren schon im Geschirrspüler, nur noch das hier jetzt. Die Teller müssen gleich fertig sein. Wir haben jetzt die hier alle mal per Hand abgewaschen, weil die nicht mehr reingepasst haben. Und kann man ja dann eben schnell per Hand machen. Und was wir noch geholt haben, zeige ich euch mal bei Ikea. Und zwar haben wir so eine riesengroße Auflaufform, ich zeige euch das mal, die ist echt riesengroß, geholt, weil wir gerne auch für 2 Tage schon mal kochen möchten, dass man dann einfach einen Tag so ein bisschen Luft hat. Genau, und das werden wir jetzt mal vorbereiten. Wir werden da heute Lasagne drin machen, lieben die Kiddies. Generell so Aufläufe, Kartoffelauflauf, Nudelauflauf. Also solche Geschichten mögen sie sehr, deswegen ist so eine große Auflaufform, denke ich, echt praktisch. Mal gucken, wie es dann in der Umsetzung ist, aber erstmal sind wir da positive Dinge. Flori hat auch ganz viel geholt, gehacktes und ganz viel Lasagneplatten. Sind die hier drin? Ja, nö. Nö, genau. Und das machen wir jetzt schon mal, es ist jetzt 12. Nika kommt heute ein bisschen früher von der Schule, alle anderen kommen später. Hier steht auch schon alles bereit zum Kaninchen füttern. Das macht bei uns die Skyly. Die haben hier alle ihre festen Aufgaben. Jetzt stellst du schon mal rüber. Wir sind schon ganz aufgeregt, weil wir wollen endlich jetzt da unten die Schränke einräumen. Vero ist schon dabei. Jetzt die Frage ist, mein Schatz, ist es überhaupt eine Auflaufform? Ja, stand da da. Aber was, wenn es keine Auflaufform ist? Wir hatten auch bisher immer welche aus Glas, ne? Ja, aber ist es soll denn das sonst sein? Ich weiß nicht, Kuchenblech? Naja, gut. Das wäre lustig. Und wir filmen es auch noch. Oh mein Gott, also ich weiß nicht, das sieht so... Das wäre lustig. Wir hätten vielleicht vorher mal eine Packung lesen. Naja, jetzt ist es ja eh schon, das ist heiß. Ein bisschen. Naja. Gehen echt 2 Nudelplatten-Dinger. Flöten, meinst du? Aber guck mal, das ist noch ein bisschen. Ich hab nicht ne? so viel wegen dem... So noch ein bisschen, ja. Guck mal, wer da ist. Zeig mal, ey. Entschuldigung. Hallo. Hi. Sie haben uns gerade von ihrer tollen Note erzählt. Welche Note hast du? 6. 6, gar nicht. Du hast eine 1, du bist ein Lügenbaron! Du bist ein Lügenbaron! Es ist verbracht. Einfach 2 Packungen Käse. Von gut und günstig. Ja. So, ist auf jeden Fall, also, alter Schalter, guck mal, wie auch groß es ist, ne? Das ist schon ordentlich. 10, 15, 8, 9 Zentimeter bestimmt. Warte. Ich wollte erst 10 sein, da habe ich mir so nervig. Guck mal, hier sind sogar so eine Dinger. So eine Griffe. Ja, hier. Kann ich da ran? Ja. Krass. Ach, mach du doch selber. Bin ich mal gespannt. Kriegen wir bestimmt 2 Tage mit. Lustig wäre, wenn sie jetzt nicht reinpassen würde in den Ofen, ne? Ja, aber eigentlich haben wir es ganz lang schon ausprobiert. Aber die Griffe... Du musst die Griffe reinmachen, sonst passt das nicht. Ah, ja. Oh mein Gott, das wäre so. Der Geschirrspüler ist auch fertig. Vorsicht, zieh mal den Knackepo ein hier. Ja. Geschirrspüler ist auch fertig. Das heißt, die Teller... dampft. Die Teller können wir jetzt auch endlich einsortieren. Juhu. Es ist soweit. Alles ist einmal durchgewaschen. Die Tiefenteller, wie gesagt, haben wir schnell mit Hand gemacht. Und die anderen sind jetzt gerade frisch aus dem Geschirrspüler. Man sieht, sie sind sauber. Haha. Und jetzt geht es ans Einräumen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir alle... Warte, wir sind es? 18, 36, 54 Teller plus Schüsseln und ein paar mehr. Alle in einen Schrank passen. Das bezweifle ich, oder? Das wird nicht passen. Das werden wir sehen. Nee, das kann nicht passen. Aber wir haben ja auch genug Platz eigentlich. Also, eigentlich schon. Wir probieren mal unser Glück. Erstmal versuchen wir... Ja, wisch mal nach oben. Ich würde gucken, dass wir die Schüsseln eventuell noch mit nach drüben verlagern, dass wir die 3 Dinger komplett für Teller alle haben. Aber mal gucken. Wir lassen uns mal reichen, ob es passt. Schaut ihr bitte, wie schön das aussieht. Also das nicht. Ja? Schön, dass ihr den geputzt habt, ne? Schaut mal. Komm, sieht echt cool aus, oder? Alles in einer Farbe. Aber wenn man jetzt links guckt, durch die Scheibe, durch alles bunt da drüben. Ja, also ich habe ja den Plan, die Küche zu streichen. Und hier habe ich so Folie geholt. Jetzt habe ich aber mit Dings festgestellt, als ich dem ganzen Stolz meine Folie gezeigt habe, dass das nur Sinn macht, diese Folie, wenn man die an einem Fenster macht, wo richtig Licht durchscheint. Deswegen muss ich hier nochmal eine andere Folie. Aber ich wollte hier nur eine Folie haben, die so ein bisschen neutralisiert. Dass es durchgeguckt ist. Dass man nicht durchgucken kann. Ja. Weil hier drüben ist es auch irgendwie auch wildbunt. Ja. Aber na gut. Aber wie schon gesagt, die Schüsseln passen da nicht rein. Aber hier ist auch, weil es so bunt ist, mach mal auf.
weil es zu bunt ist und einfach, weil es von den Kindern ist einfach, ne? Diese ganzen bunten Schüsseln. Aber mein Gott, jetzt haben wir da noch ein bisschen die Grünen rein oben und dann sollte das funzen. Machen wir das nicht. So, dann mal los. Nee, ich mache hier Schüsseln und Becher mach ich. Ja, machen wir. Ja, ihr Lieben, die Teller sind eingeräumt. Wir haben schon wieder vergessen, das Video zu beenden. Ich sitze hier gerade, ich zeige euch das mal, ich drehe mich mal um. Ich sitze hier an meinem wundervollen, relativ neuen Rechner. Oder was ist relativ neu? Der ist neu. Ich bin verdammt stolz. Und mir ist aufgefallen, da gibt es gar kein Ende. Vor allem, guckt euch bitte das Standbild an. Aber ihr habt ja schon gesehen, dass hier am Thumbnail dann drin. genau. Und eigentlich, unser Tag ist heute ein bisschen chaotisch, es ist Freitag. Irgendwie sollen drei andere Kinder herkommen am Wochenende. Inklusive mein Bruder ist hier. Ne, warte mal, wie viele Kinder? Doch drei? Ja. Eins von den drei Kindern ist allerdings meine Nichte. Manche müssen irgendwie noch abgeholt werden. Ein Kind ist aus der alten Heimat. Wir müssen erstmal gucken, wie wir das alles gerade strukturieren. Also eigentlich wolltest du fahren. Eigentlich sollte ich nach Berlin fahren. Ist mir aber aufgefallen, meine To-Do-List ist total lang. naja, wie dem auch sei. Mein Bruder muss heute nochmal nach Berlin, der ist übrigens gekommen an dem Tag, als wir das Video aufgenommen haben. Muss aber heute nochmal kurz nach Berlin, kommt dann aber wieder mit. Flori hat gesagt, er fährt jetzt, weil Oma ist auch gerade im Krankenhaus. Nicht Schlimmes, aber Oma ist auch im Krankenhaus und Flori geht sie jetzt besuchen, verbindet das dann gleich. Davor jetzt ist. Entschuldigung. Den Schluck von meinem Power-Cocktail? Nee, bis zum Rückertag. Ja, da hat alles noch das ganze Zeug. Achso, meine Mischung ist ihm zu doll im Pompon-Cocktail. Genau, und jetzt ist auf das Video nicht beendet und jetzt dachten wir schnacken nochmal zu euch. Im Übrigen, wenn wir die Küche streichen, was wir erwähnt haben, ne, werden wir euch natürlich mitnehmen. Das wird ein Spaß. Wir müssen die Farbe, wie gesagt, nochmal testen, ob ich das alles abschleifen muss oder ob das so geht. Jetzt schreiben wir schon ganz viel auf und sagen, Vero, du musst natürlich abschleifen. Wir probieren es einfach. Genau, wir wollen die ganze Küche in so einem Pastelltönen. Wir fanden dich gut. Ich hab dich gefragt. Ja, ich sag ja nur, du hast entschieden und ich hab gesagt, ja mach mal, gönn dir mal. Mir ist ja wurscht, ich muss ja nur kochen. Ja, ich hab vorher gefragt. Und wenn das da quietschgelb ist. So ihr Lieben, wünsche euch jetzt alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt munter, schreibt uns gerne ein nettes Kommentar, wenn ihr Lust habt. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Exakt. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Hi.